Leute, ich habe euch versprochen, dass ich ein Interview mache mit dem lieben Herbert Stricker. Ich habe gestern Abend mit dir zusammen eine Story gemacht auf Instagram und da durftet ihr mir Fragen stellen, die ich jetzt an dich weiterleite. Bin schon ganz gespannt. Und ich würde jetzt mal loslegen. Frage Nummer 1. Was ist dein teuerstes Parfüm in deinem Besitz? Boah, das teuerste Parfüm in meinem Besitz ist eigentlich ein Labormuster von einem Duft, den ich gemacht habe, vor Jahren schon. Hm? Und das ist ein Oud-Duft, aber sehr spezieller. Also einer der teuersten Ouds, die habe ich dafür genommen. Hm? Und als wir dann fertig waren, habe ich gesagt, okay, ich frage ja nie vorher, was das kostet. Hm? Sondern erst am Ende, wenn ich sage, okay, jetzt die Rezeptur steht, jetzt rechne mal aus, was es kostet. Und dann hat der Parfümeur gesagt, nee, das wird nicht klappen. Ich sage, wieso? Nee, sagt er. Also die teuerste Essenz, was er gemacht hat, Essenzen werden immer so ein Kilo preisen werden, die teuerste Essenz, die er gemacht hat, ein Kilo wäre 2.000 Euro. Und der wäre 24.000 Euro. Oh mein Kilo. Gott. Dann habe ich gesagt, habe ich umgerechnet, das wäre dann gewesen, so reine Duftkosten auf 100 Milliliter, so circa 700 Euro, nur reine Duftkosten. Dann kämen das andere dazu. Oh mein Gott. Und dann sagt, nee, das wird schwierig zu verkaufen. Das ist, aber ist mein teuerster Duft. Und den hast du noch zu Hause bei dir stehen? Ja, zu Hause bei mir stehen. Genau. Also natürlich nicht viel, also okay. Kleine Menge, aber dann glaube ich. Also Resale-Preis wäre dann gewesen, wenn du den verkaufen würdest? 3.000, 4.000 würde ich mal sagen. Ja, jo, das merken wir uns. Vielleicht kommt der ja doch irgendwann. Kommt er doch irgendwann mal. Genau. Frage Nummer 2. Deine Meinung, deine ehrliche Meinung zu Roger-Düften. Lieber Herbert. Also ich muss da ausholen. Also, oh. Nein, das Erste, was mir einfällt bei Roger ist, wir waren mit Roger in Kontakt, bevor er mit jemand anders die Distribution angefangen hat. Und wir waren im Gespräch, also ich spreche von vielen Jahren zurück. Mhm. Und wir hatten das Meeting mit Roger. Und das zwei lustige Sachen bei Roger waren die, dass er immer gesagt hat, er hat eigentlich nichts zu sagen. Aber man hat trotzdem gemerkt, er bestimmt alles. Okay. Aber er hat natürlich nichts zu sagen. Und das Zweite ist, dass Roger sich, das fand ich krass, hat mich sehr fasziniert, wohl über einen Sprachtrainer einen uniken Akzent antrainieren hat lassen, der Wiedererkennungseffekt hat. Manche machen ja so als CI irgendwelche Kleidung, so macht Roger auch, und auftreten. Aber er wollte auch noch einen sprachlichen CI haben, indem er einen bestimmten Akzent hat. Einen englischen Akzent. Okay, das ist jetzt so die Geschichte. Dann zu den Düften. Ja. Also ich finde die Roger-Düfte alle grandios, vor allem die älteren Kreationen, wenn man so will. Mhm. Mein Liebling ist der Amber Oud. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Ist also mein Favorit. Und ansonsten mache ich gerne den Britannia, weil der also von meiner Stilistik ganz gut gefällt. Aber ich finde die alle gut. Die neueren Sachen, die er gemacht hat, finde ich, ist ja halt schon ein bisschen nicht so, wie ich eigentlich das von ihm erwarte. Mhm. Aber ich verstehe das, dass er da ein neues Segment macht. Und overall ist es eine Top-Marke. Mhm. Teuer, aber es ist ein Top-Marke. Ja, vielen Dank dafür. Bitteschön. Diese Frage, die jetzt kommt, die kam sehr oft rein. Okay. Sehr oft rein. Wann kommt der Serjov Erber Gold nach Deutschland? Okay. Wann kommt der? Also, wir haben gestern noch drüber gesprochen mit Serjov. Die Firma Serjov besteht ja aus zwei Gesellschaftern, zwei Partnern. Hm? Eine ist Sergio Momo, den die meisten kennen. Hm? Die zweite ist Dominik Salvo, die kennen viele nicht, weil die so im Hintergrund ist, aber die ist ja eigentlich die Produktion managt. Ne? Hm? Und wir haben gestern gesagt, Dominik, was ist jetzt mit Erber Gold? Wie schnell geht's jetzt? Also auch da wieder so eine Fun-Story. Ich liebe diese Fun-Stories, also diese Hintergründe. Ne? Als sie mir Erber Gold vorgestellt haben, letztes Jahr in Cannes bei der Messe, dann habe ich gesagt, super, das wären meine Mengen, die ich jetzt ordern würde. Und dann haben sie sich alle angeschaut und haben gesagt, das wäre die ganze Produktion, die wir eigentlich geplant hatten. Nur für Deutschland? Ja, ich glaube, wir müssen neu planen. Oh, du wolltest alles kaufen? Ich wollte alles, aber unbewusst. Ich habe gesagt, ich brauche so und so ein Stück und habe gesagt, das wäre aber die ganze Produktion. Wow. Also, wir kürzen es jetzt ab. Ich würde mal sagen, Mai. Mai realistisch. Dieses Jahr? Dieses Jahr, das auf jeden Fall. Dieses Jahr und Sommer. Wow. Das auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, Mai, kann sein, dass es Juni wird, aber auf jeden Fall bis dahin. Okay, das freut mich sehr, weil ich habe den gestern in der Boutique getestet und Big Love. Also ich sag mal so, Erber Gold ist wirklich eins drüber über Erber Pura und ist, glaube ich, sehr, sehr, also jeder, der Erber Pura trägt oder gut findet, der wird einen Gefallen haben.
Ja. Nee, aber Gold ist also keine Frage. Deswegen habe ich auch so viel disponiert. Aha, ja, ich finde ihn auch wirklich besser als Erba Pura inzwischen. Also wirklich sehr, sehr gut. Ist aber ein bisschen teurer auch. Das heißt, es werden viele trotzdem Erba Pura kaufen, weil er halt etwas günstiger ist. Mhm. Erba Gold ist teurer. Mhm. Deswegen gibt es. Anfang war auch so, es war nur geplant 100 Milliliter und jetzt machen sie doch auch schon gleich 50er von der Launch her. Das, ja, das heißt, ist cool. 150er. Ja. Die nächste Frage, dein allererstes Parfum, was du besessen hast damals. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, klar. Ich hatte damals Eau Sauvage, aber das alte Eau Sauvage von Dior, das ist mit der transparenten Flasche. Oh, das kenne ich gar nicht. Ja, war so eine Cologne-artige Geschichte. Aha. Aber das war so okay, aber da, wo ich ganz besonders stolz war und was so war, für mich so war, war der Durchbrechende, war damals Chanel Anteus. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ich glaube schon. Aha. Der war schon damals sehr progressiv, weil er so mit so einer tuberosen Note gearbeitet hat. Aber er war damals schon für Männerduft relativ trocken feminin. Aha. Aber ein toller Duft, Anteus von Chanel. Ich glaube, den gibt es heute noch. Wahrscheinlich ist er reformiert, aber ich habe noch nie gehört von dem. Okay. Aber wenn ich jetzt sage, was mein erster Kontakt war mit Duftölen überhaupt, ich bin ja von meinem Alter her aus der Generation, sag ich mal so, diese Hippie-Woodstock-Leute da irgendwo. Gibt es da Beweisbilder? Nee. Hätten wir jetzt schon reingearbeitet. Ich weiß nicht, mein Vater hatte, glaube ich, irgendwelche Fotos mit langen Haaren. So. Ah, okay. Und ich hatte gerade was im Kopf. Schlaghosen, ne? Ja. Schlaghosen sind ja, wieder in, ne? Genau. Ja. Und damals war es so, es gab eigentlich niemand, der nicht literweise reines Patchouliöl sich eingespielt hat. Habe ich schon gehört. Es hat alle gestunken nach Patchouliöl. Okay, alle, Patchouli alle. Ist super. Also ganz schrecklich. Also okay. dieses deftige Patchouli. Aber natürlich war ich auch da dabei, aber das war jetzt kein Parfum, es waren so Öle, die man gekauft hat. War das Patchouliöl einfach dann? Aber okay, dann war es Heavy Metal, Patchouli. Ja, es war hochheim wirklich so. Aber es war damals, alle Männer, Frauen haben es getragen, es war nur noch Patchouli. Wow, okay. Herbert in Schlaghosen und ganz viel Patchouli. Da habt ihr eure Antwort. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Nie wieder Parfüm oder nie wieder Anzüge? Du musst dich entscheiden hier. Wir hatten diese Frage gestellt. Soll ich das hier? Ja. Was soll das? Schwer, ne? Ich kann auf beides verzichten. Wirklich? Ja. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass du doch fragst. Also wenn du mich jetzt triggern würdest, hättest du auch eine Frage stellen müssen. Okay. Also wo ich trigger war, ja, zum Beispiel so essenmäßig. Oh ja, du bist ein Feinschmecker, ne? Ja, ja, also das ganze restliche Leben nur mal McDonald's oder so, das wird man. Also ich kann auf die Anzüge verzichten, also kein Problem. Ich kann auch auf das Parfum verzichten. Oh. Möchte ich jetzt nicht, ja. Aber finde ich, kann es schon. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich so addicted bin. Mhm. Ich verzichte teilweise auch in der Freizeit, weil ja, also man hat das dann, da kriege ich dann zu tun und da habe ich oft auch keinen so richtigen Lust dafür. Ja. Und es gibt so Situationen, wo ich einfach auch nicht so, ich sag mal, nicht so den Sinn sehe von der ganzen Geschichte und so. Und das mache ich dann auch. Ich trage bestimmte Parfums nur im Urlaub. Und das Problem ist, wenn ich diese Parfums trage, ich kann die sonst nicht mehr tragen, weil meine Frau hat die mit dem Urlaub abgespeichert. Ja. Und ich darf das nur tragen, wenn ich da bin. Und da habe ich das Zeug rumstehen, dass ich es nicht mehr tragen kann, weil es gelingt ist an irgendeinem bestimmten Ort. Und dann muss ich erst wieder dahin, dass ich tragen kann. Ach so. Aber wenn ich jetzt gezwungen wäre, es ist ja immer diese gezwungene Frage, gezwungen wäre, und du müsstest dich jetzt entscheiden und so, könnte ich wahrscheinlich eher auf Anzüge verzichten. Wow, echt? Ja. Okay. Ja, weil am Ende. Also mit den Jogginghose dann am Ende? In Gucci-Jogginghose. Ja. In Gucci-Jogginghose. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich habe nämlich mal einen Post bei dir gesehen auf Instagram. Da hattest du so einen Gucci-Anzug an, der sah so cool aus. Ja. So, okay, nächste Frage. Bestes Parfum unter 100 Euro? Bestes Parfum unter 100 Euro. Also für mich, wenn ich jetzt aber so ein Konsument wäre, der sagt, ich will nicht so viel Geld ausgeben und ich suche ein Parfum, was ich tragen kann und so. Und Nische scheint ja fast schon eher schwer aus. Ja. Also ich persönlich würde Versace ausgeben. Ah, okay. Ja. Das finde ich ist so, ich finde generell, dass Versace
einfach eine ganz gute Kollektion als Frau. Ja. Für Männer im Basis, ja, finde ich. Das ist lustig, dass du das jetzt sagst mit Eros, weil ich habe den in meinem letzten TikTok-Video extrem niedergemacht. Okay. In Duft. Ich dachte so, scheiße, es wird gelöscht, das Video. Ja, ne? Also ich habe den auch mal gekauft im Urlaub. Ja, und ich durfte ihn auch nicht, weil meine Frau hat gesagt, was trägst du, das schmeckt, es riecht ja ganz eklig und so. Das kann man nicht riechen. So. Aber ich finde den gut. Okay. Ja, ich meine, wenn dir gefällt. Ansonsten wäre, ich weiß jetzt nicht genau den Preis, aber die zweite Wahl, die ungefähr gleich auf wäre, wäre Yves Saint Laurent Online Week. Okay, der ist echt gut, ja, das stimmt. Ja. Der ist wirklich top, den hast du auch. Aber ich weiß nicht, was der kostet, aber der müsste auch so kosten. Ja, ja, ich glaube ungefähr sowas, ja. Ja, also sagen wir so, Inflation, ich meine. Die Versace zu crazy ist dann immer Yves Saint Laurent. Okay, dann loggen wir das ein. Genau. Okay, dann haben wir jetzt hier die letzte Frage. Ja. Deine schlimmste Parfüm-Erfahrung. Was ist dir passiert, also, was total schlimm war? Wir haben ja auch die Marke Lorenzo Villoresi, wie du weißt. Hm? Und früher habe ich ja den Außendienst selbst gemacht, das heißt, ich bin rumgefahren. Hm? Und Villoresi ist eine unserer ältesten Marken, die wir haben. Und ich hatte die ganze Kollektion von Villoresi. Und ich hatte einen Remova-Koffer, wo ich die Düfte alle drin hatte. Okay. Und mir ist der Patchouli-Duft von Villoresi ausgelaufen. Im Koffer? Im Koffer. Ja, okay? Gute Nacht. Also, und wir reden jetzt, ich glaube den Koffer noch, wir reden jetzt circa von 8 Jahren, der riecht immer noch nach dem Patchouli. Der Koffer? Oh mein Gott. Nicht mehr so stark, aber ich hatte eine Zeit lang, habe ich nicht mehr benutzt den Koffer. Ja, und dann habe ich aufgemacht, jetzt kam immer das Zeug raus. Da hast du dich versetzt gefühlt in deine Schlaghosenzeit dann, ja, oder? Ja, mit dem Patchouli also dann. Ich bin jetzt kein so Patchouli-erdiger Typ-Fan. Mhm. Das hat mich immer gestört. Ich habe gesagt, hätte nicht den Cologne oder irgendwas anderes auslaufen können. Ne? Nein, ist so. Patchouli. Genau der. Ja. Ja. Ja, das waren die Fragen, lieber Herbert. Vielen, vielen Dank für das Interview. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag für uns. Und dann bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao. Tschüss.